Oftmals hat man nach dem Schauen eines The Sims 4 Trailers einen verzerrten und manchmal nicht ganz zutreffenden Eindruck eines Packs. Aus diesem Grund will ich euch in diesem Video eine realistische und vielleicht etwas ehrliche Version des Nachhaltig-Leben-Trailers zeigen. Damit ihr das Video besser versteht, solltet ihr jetzt in der Beschreibung den Original-Trailer des Packs nochmal ansehen. Hallo, ich bin der Sim, der dich durch diesen Trailer führt. Das kannst du daran erkennen, dass ich in den ersten 5 Sekunden vom Trailer in Großaufnahme gezeigt werde, so wie in jedem zweiten The Sims 4 Trailer. Was ist denn hier passiert? Spielende Kinder in alten Tüten und Müll überall gibt es im fertigen Spiel zwar in dieser Art und Weise wenig, aber das sind wir schon von den Trailern gewohnt. Natürlich darf auch eine Szene, in der neue Techtelmechtel-Ort vorgestellt wird, nicht fehlen. Einfach ignorieren. Jetzt zeige ich euch Maßnahmen, wie man den vielen Unrat und Müll aus der Welt beseitigen kann. Aber Moment, die copyright-freie Musik, die wahrscheinlich aus Kostengründen im Hintergrund läuft, wechsle ich mal besser aus. Der Nachhaltig-Leben-Baumodus-Soundtrack klingt doch gleich viel besser. Bei den Baumodus-Szenen läuft jedem Häuschenbauer das Wasser im Mund zusammen. Die neuen Einblicke halte ich aber so schnell, dass man eigentlich nicht wirklich irgendwas erkennen kann. Jetzt aber schnell zum Gameplay. Wer an die Arbeit gespielt hat, erkennt wohl direkt, aus welcher Karriere diese Animation und der Block recycelt wurden. Nox, ein einziges Meme in diesem Trailer. Auch wenn das Überzeugen der Nachbarn in dieser Szene total taktisch und interessant aussieht, kann man wie in fast jedem Bereich des Spiels leider wie wild alle Interaktionen der Reihe nach ausprobieren, um so ans Ziel zu kommen und den anderen Sim mit seinen Ideen zu überzeugen. Weiter zu den Nachbarschaftsabstimmungen, die ebenfalls einen Bestandteil dieses Packs darstellen. Im Trailer ein interessant aussehender Aspekt, mit dem sich scheinbar die Nachbarschaft spürbar verändern lässt, allerdings im fertigen Spiel eher schnell als kleine Spielerei abgetan wird. Nox Wünsche werden hier geschickt eingesetzt, um ebenfalls die neuen Features in den einzelnen Szenen vorstellen zu können. Ein weiteres Pack-Objekt, dessen Animation wir schon kennen. Die Basis hierfür ist das übergroße Törtchenfabrik-Objekt aus dem Basisspiel. Auf magische Art und Weise wird später aus den schweren, gepressten Eisenblöcken schlanke Holzmöbel und vieles mehr. Auch nur etwas, was es bei den Sims gibt. Die Kerzen, die hier von der Sims-Dame zusammengeklebt werden, brennen sogar nach und nach langsam ab. Ein Detail, für das die Entwickler bestimmt 3 andere Features verwerfen mussten. Jetzt erzähle ich euch, dass auf die verschiedenen Hersteller des Gemeinschaftsgrundstücks die Unternehmerin Bess aufmerksam wird, obwohl dieser Satz wohl eher als Überleitung zur Karriere als zur Vorstellung von neuem Gameplay dient. Ist euch schon mal aufgefallen, dass in diesem Trailer auffällig oft Fahrräder im Hintergrund herumstehen? Eine lustige Maschine mit verrückten Animationen gehört mittlerweile auch zur Sims-Reihe wie Lamas und das Grillkäse-Sandwich. Die verrückte Animation soll den Zuschauer am Ende nochmal etwas zum Kichern bringen. Wenn ihr jetzt richtig Lust auf diese Erweiterung bekommen habt und die Sims-Frau aus dem Trailer so sympathisch findet, dass ihr gerne mit ihr spielen wollt, haben die Entwickler vergessen, sie in die Galerie hochzuladen. Diese Endszene und der Wechsel auf die saubere Nachbarschaft sieht im Trailer beeindruckend dynamisch aus, von dem im fertigen Spiel leider auch nicht viel wirklich übrig bleibt. Die Polarlichter machen allerdings trotzdem ganz schön was her, womit ich euch auch ins Ende dieses Videos entlasse. Das war's mit meiner Version dieses Trailers. Wie nah war der Originaltrailer für euch an der fertigen Erweiterung dran? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn ihr nicht wisst, was ihr mit eurem Weihnachtsgeld machen sollt und euch die Nachhaltig-Leben-Erweiterung schon immer interessant vorkam, findet ihr diese ebenfalls für 12,94 € bei Instant Gaming. Schaut in der Beschreibung vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Noch bis zum 31. Dezember läuft hier ebenfalls ein Gewinnspiel, bei dem ihr ein Pack nach Wahl gewinnen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.